This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler66, Stunde der Wahrheit. Ja, wie lange ich das auf YouTube noch sagen kann, das ist eine gute Frage. Und das ist überhaupt auch der Grund, weshalb ich mich hier heute eingefunden habe, über Skype verbunden mit meinem Bruder Viktor. Und es war eigentlich auch geplant, den Bruder Michael damit beizubringen, der aber aufgrund von Umständen leider nicht die Zeit hat, um bei uns zu sein. Und obwohl es teilweise auch um ihn geht, müssen wir doch auf ihn verzichten heute. Aber im Herzen ist er bei uns, in Gedanken ist er bei uns und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir wollen heute ein Video machen, dessen Namen ich mir gestern ganz kurz überlegt hatte. Das heißt, aus gegebenem Anlass Kanalsperrung wegen Wahrheit. Ja, es ist natürlich jetzt diese Woche vorgefallen, dass jemand einen Kanal gegründet hat, der dann nach 3 Tagen von YouTube gelöscht wurde. Und das ist nicht das erste Mal und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Und ich hatte das dringende Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil wir wissen, in welchem System wir leben. Wir wissen, von wem das System kontrolliert wird. Und wir wissen, dass der Teufel nur noch kurze Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen. Und wenn solche Leute wie Juggler66, Stunde der Wahrheit oder Michael mit seinem Kanal von MK2007 oder auch der Kanal von Viktor diesen Zielen des Teufels im Wege stehen, dann werden die ganz einfach aus dem Wege geräumt. Den kostet das noch nicht mal ein kaltes Lächeln. Uns kostet es, dass unser ganzer Schweiß, und zwar der physische und der psychische Schweiß, den wir in die ganze Arbeit gesteckt haben, im Grunde mit einem Knopfdruck auf dem Computer von irgendwelchen Leuten weg sein kann. Und bevor ich da jetzt noch ein bisschen weiter drauf eingehe, möchte ich erstmal meinen Bruder Viktor herzlich willkommen heißen zur Sendung heute Abend. Aus der Hamburger Waterkant ist er mir wieder mal zugeschaltet.
Unser alter Matrose. Ja, moin, moin, ahoi, Kapitän. Und Freut mich, dich ja, begrüßen zu können hier heute Abend, Viktor. Ja, vielen Dank auch, dass ich mich heute nochmal auch dazu zu Wort melden darf. Ich denke, der Anlass ist auf jeden Fall gerechtfertigt, dass wir da mal kurz ein Video auch drüber machen und den Leuten nochmal so einige Dinge versuchen näher zu bringen. Und ja, schade, dass der Michael heute, wie du sagtest, auch nicht dabei sein kann, aber wir sind auf jeden Fall, oder er ist bei uns auf jeden Fall anwesend im Herzen und wir werden dahingehend auch für ihn auch mitsprechen. Nun können die Leute, die dieses Video natürlich schauen, auch sagen von ja, hättet ihr denn nicht noch einen Tag oder zwei warten können, dann hätte der Michael da ja bei sein können. Nein, eigentlich nicht, weil das Problem ist, wir wissen ja gar nicht, wann, ich mache das jetzt mal so hier, dann sieht man die beiden, sieht man uns beide hier schnacken. Wir wissen ja gar nicht, wann der nächste Kanal gesperrt werden kann. Wenn mein Kanal gesperrt wird oder wann Viktors Kanal gesperrt wird oder mein Kanal, sage ich, habe vier verschiedene Kanäle. Ja, und es ist ja manchmal auch so, es fängt ja manchmal nicht jetzt gleich an, dass ein Kanal gesperrt wird, sondern dann verschwinden auf einmal Videos oder sie werden mit einer Altersbeschränkung versehen oder sie sind aus gewissen Regionen kann man sie nicht mehr sich anschauen, ne? Richtig. So ist das ja auf meinem Kanal, auf dem Hauptkanal letztens passiert. Ich gebe das hier mal kurz mit rein. Wir haben hier die Community, wie das heißt. Ne? Das ist ja hier, bei mir ist das hier in Flämisch, deswegen also wo Community, wie heißt es im Deutschen? Wahrscheinlich Gemeinschaft oder was. Aber ich kann ja mal eben hier die Sprache von Niederländisch auf Deutsch ändern. Dann kann man sich meinen Kanal hier in Deutsch angucken. Wollen wir mal sehen. So, also dann heißt das hier, dann heißt das immer noch Community. Ja, okay, das ist ja dann sehr deutsch. Also YouTube-Kanäle, die mehr als 1000 Abonnenten haben, haben hier anstatt Kommentare oder in dieser Kanalsektion eine sogenannte Community, also eine Gemeinschaft. Da habe ich hier zum Beispiel vor 2 Wochen aus aktuellem Anlass die Sperrung von 2 Videos aus der Buchlesung hinter den Diktatoren Drahtziehern auf der Schliche auf YouTube. Ja, habe ich hier schon mal hochgeladen. Da ist mir das passiert auf meinem Kanal. Neben einigen englischen Videos, die sie mir gesperrt hatten. Das sind ein paar andere interessante Dinge. Hier, die war die Videonachricht, die ich bekommen hatte von YouTube. Ja, dein Video hinter den Diktatoren, Teil 38, Einleitung zum Nachtrag, wird von der YouTube-Community hervorgehoben. Wir haben das Video überprüft und Einschränkungen für die Anzeige festgelegt. Dein Video ist immer noch auf YouTube verfügbar. Das war zu Anfang. Ja. Sie haben sich das Video angeguckt, meinen Sie, ja, und haben das beurteilt und haben in diesem Augenblick hier gesagt, wir glauben an freie Meinungsäußerung, ja, solange deine Meinung unserer Meinung entspricht, ne? Wenn Aussagen für manche Zuschauer unpopulär oder potenziell anstößig sind, auf YouTube darfst du doch keinen Hass erregen oder Inhalte posten, die Gewalt fördern oder zur Gewalt anregen. Ja, also ob ich jetzt mit diesem Video Gewalt propagiert habe oder nicht, da kann sich bitte jeder ein eigenes Urteil drüber bilden. Ich lade hier mal eben meinen archive.org-Account. Ja, da habe ich schon vor einiger Zeit eine Bibliothek gestartet auf Archive. Und Videos, die es auf YouTube nicht mehr gibt, gibt es dann hier. Hier haben wir hinter den Diktatoren Teil 36 und wir haben auch Nummer 41, wo damals Probleme waren mit den runterzuladen. Und dann sollte Nummer 38 auch hier sein. Hier ist Nummer 38, also das Video, über das wir gerade eben gesprochen haben, ist auch hier hochgeladen. Also wenn ihr Videos von mir in Spiellisten oder so bei mir nicht mehr findet, ja, wenn ihr sagt von, oh, das ist eine Buchlesung und hier ist Teil 17, habe ich jetzt gerade geguckt, jetzt will ich Teil 18 gucken, Teil 18 ist nicht mehr da, dann solltet ihr immer auf dieser archive.org-Seite mal schauen. Und Michael hat übrigens auch inzwischen eine Archive-Bibliothek aufgemacht. Viktor wird wahrscheinlich das auch in der Zukunft machen, gehe ich mal von aus. Das ist halt eine Alternative, um Dinge zu speichern, aber nicht unbedingt, um sich mit anderen Menschen auszutauschen, weil das ist nicht wie bei YouTube. Ich zeige euch das mal eben, wenn wir hier zum Beispiel in dieses Video reingehen, Nummer 38, dann öffnet das hier ein Fenster, dass man sich das Video anschauen kann. Seht ihr und hört ihr. Hörst du auch, ne, Viktor? Ich habe das Geräusch eingeschaltet. Hörst du auch den Ton, ne? Ja, ich höre den Ton auch, ja. Okay, das ist gut. Und dann ist hier eine Beschreibung damit bei und dann kann man sich das anschauen, aber man kann hier natürlich nicht echt Kommentare schreiben. Ich meine, gut, das geht. Man kann hier
ein Review schreiben. Ne? Das ist dann wie ein Kommentar, das kann man machen. Aber da muss man auch selbst bei archive.org angemeldet sein. Aber man muss nicht angemeldet sein, um die Videos zu schauen oder um die Bücher zu lesen oder sich runterzuladen. Und man kann es von hier aus auch runterladen und alles drum und dran. Das ist halt eine Alternative. Der Punkt, weshalb wir das Video heute machen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weshalb wir das Video heute machen, obwohl Michael nicht dabei ist, ist, wir wissen nicht, wie lange meine Kanäle noch dastehen oder andere Kanäle es noch gibt, weil ich zeige euch mal kurz eine Meldung, die Michael bekommen hat über seinen YouTube-Kanal. Und zwar war das hier, deine Inhalte wurden entfernt, weil sie gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen. Also genau das, was ich hier gesagt habe, hatte in dem Video, was ich hier vorgelesen hatte über die Meldung, ja, über das 38er Video, wo ihr dann seht, hinter den Diktatoren Nummer 38, das wurde dann hier gelöscht oder besser gesagt zensiert für die Länder Österreich, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Zypern, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, also mit anderen Worten, alles, was Europa ist oder mit Europa assoziiert ist, da war das Video nicht mehr sichtbar. Das ist die erste Art der Beschränkung. Die zweite Art der Beschränkung ist, wie Viktor richtig angeholt hat, eine Altersbeschränkung, was natürlich im Allgemeinen kein Problem ist, weil es gucken sich wenig unter 18-Jährige wahrscheinlich meine Videos an, aber es gibt welche. Vor allen Dingen so ein Video wie Easy Vegan. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Das habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal stehen. Easy Vegan, das ist mehr als 250.000 Mal angeschaut. Mein erfolgreichstes oder eins der erfolgreichsten Videos. Das habe ich nicht selbst gemacht, aber das ist ein Video, das sich gespiegelt hat, als ich damals Veganer wurde. Und das haben sich viele unter 18-Jährige angeguckt. Das weiß ich deswegen, weil sie darauf kommentiert hatten. Ich habe mich mit denen auch ausgetauscht und habe denen auch Hilfestellungen gegeben. Und auf einmal hat YouTube das Video erst ab 18 freigeschaltet. Ja? Also es gibt viele Leute, die Videos dann nicht schauen können. Es gibt auch hier viele Leute, die Videos nicht schauen können, wenn sie überall in diesen ganzen Ländern blockiert sind. Ja? YouTube blockiert Videos, sagen sie, wenn dies zur Einhaltung der örtlichen Gesetze erforderlich ist. Aber welche Gesetze man gegen welche Gesetze man verstößt, gegen welche Community-Richtlinie man verstößt, wird einem nicht mitgeteilt. Hier bei Michael zum Beispiel lesen wir, dein Video hinter den Diktatoren, also wo er die Lesung gespiegelt hat, an der er teilweise auch mit teilgenommen hat. Ich weiß nicht, ob er bei Nummer 5 schon mit bei war, Viktor. Kannst du dich das noch erinnern? Ich glaube, da war er noch nicht mit bei den ganz ersten Sendungen, oder? Nein, ich glaube, der kam so ab Kapitel 6, 7 dazu. Ja, ich glaube es auch. Ja, Kapitel 7 war ja das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Da haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Sendungen drüber gemacht. Da war ja auch einmal der Tony Mahoney auch einmal Gast von uns damit bei. Ich glaube, ab der Zeit ungefähr war Michael auch regelmäßig bei den Lesungen dabei. Ja. Ja. Also dieses Video, das er wieder hochgeladen hat, ja, und die Protokolle der Weisen von Zion, der dritte Teil wurde entfernt, weil es gegen die Richtlinien zu Hassrede verstößt. Nun, ich möchte jeden bitten, der sich dieses Video hier anschaut, doch einmal bitte in die Spielliste zu gehen auf meinem Kanal hinter den Diktatoren. Ja, gehen wir da mal eben hin. Wir sehen hier die Spiellisten und dann sehen wir hier die verschiedenen Spiellisten, die ich hier gemacht habe. Und dann sehen wir hier die Spielliste hinter den Diktatoren. Und dann, wenn wir da drauf gehen, dann kommt hier gleich das Video Nummer 5, weil bei mir ist das im Augenblick noch sichtbar. Es ist dieses hier, hinter den Diktatoren, die Jesuiten der Protokolle von Weisen von Zion. 58 Minuten 23, da wüsste ich wirklich gerne mal, wo man uns da irgendeine Art von Hassrede vorwerfen kann. Ja? Die einzige Art von Hass, die wir da vielleicht verbreiten, ist ehrlich gesagt vielleicht gegen die Jesuiten. Aber sind ja nicht gegen die Juden oder was auch immer. Und ich weiß nicht, ob die Jesuiten hier die Hassrede für sich selber in Anspruch nehmen. Jedenfalls, es verstößt gegen die Richtlinie zur Hassrede. Und wir haben da keine Hassrede für gemacht. Da es dein erster Verstoß ist, wird Michael hier mitgeteilt an einem Kanal, den er diese Woche erst gegründet hat, ist dies nur eine Warnung. Wenn du eine weitere Warnung erhältst, wird dein Kanal verwarnt und du kannst eine Woche lang keine Videos hochladen, Beiträge posten oder Inhalte live streamen. Wenn du eine zweite Verwarnung erhältst, darfst du 2 Wochen keine Inhalte veröffentlichen. Wenn du 3 Verwarnungen innerhalb 90 Tagen erhältst, wird dein Kanal endgültig gelöscht. So, er hatte also innerhalb der ersten paar Tage 3 Verwarnungen. Bums, haben sie seinen Kanal weggenommen. Das sieht man dann hier auf diesem Foto. Ja, Kündigung des Kanals. Da sagen sie hier, wo das passieren kann. Das Problem ist nur, dass du, und ich spreche jetzt unseren Zuschauer hier an, und natürlich auch Viktor, der weiß das, dass du selber überhaupt keine Möglichkeit hast, zu wissen zu kommen,
oder zu erfahren, um es mal so auszudrücken, zu erfahren, wo du genau gegen verstoßen hast. Das sind immer nur allgemeine Floskeln. Da wird zum Beispiel nicht gesagt, bei Minute so und so und Sekunde so und so wird das und das gesagt und das kann ich. Wenn das gemacht werden würde, dann habe ich da wahrscheinlich immer ein Gegenargument, weil ich weiß, dass ich keine Hassrede verbreite. Ja? Und ich weiß, dass Viktor keine Hassreden verbreitet und ich weiß, dass Michael keine Hassreden verbreitet. Aber das Problem ist, Michael hat den Kanal Anfang der Woche gegründet, jetzt Ende der Woche ist der Kanal Futschi. Ihr seht, wie schnell das gehen kann und deswegen kann ich keine Rücksicht drauf nehmen, ob Michael jetzt da ist oder nicht da ist. Deswegen haben wir das das Video in Angriff genommen, was wir jetzt gerade machen, eben weil wir nicht wissen, wie lange auch unsere Inhalte noch da sind, also die Inhalte von Viktor oder die Inhalte von mir. Das kann man nicht wissen, das kann genauso gut morgen Futschi sein. So, und der Videotitel ist ja aus gegebenem Anlass Kanalsperrung wegen Wahrheit. Es ist nun mal so, dass auf meinen Videokanälen eine revisionistische Geschichte erzählt wird. Und mit revisionistischer Geschichte meine ich jetzt nicht, wie es meistens in dieser Welt verbreitet ist, eine Holocaust-Leugnungsgeschichte. Da beschäftige ich mich nicht mit, zumindest nicht in meinem YouTube-Kanal. Aber ich beschäftige mich damit, den Leuten die Geschichte beizubringen, wie sie tatsächlich stattgefunden hat. Warum? Weil ich ein bibelgläubiger Christ bin. Weil ich glaube und davon überzeugt bin und auch in der Geschichte davon bestätigt bin, dass die Prophezeiungen, die der Schöpfer dieser Erde uns Menschen in unserer Handleitung, dem Wort Gottes, der Bibel gegeben hat, alles Geschichte ist, die im Voraus geschrieben wurde und sich im Lauf der Geschichte diese Prophezeiungen erfüllt haben. Aber nur, wenn ich auch diese Erfüllung der Prophezeiungen an den Fakten in dieser Welt messen kann, kann ich den Leuten aufzeigen, guck, das steht hier in der Bibel und schau, das ist da passiert und das ist genau das, was Gott bereits vorhergesagt hat. Dafür brauche ich aber die wahre Geschichtsforschung. Und jeder kennt ja diesen einfältigen Spruch, den ja so viele bringen, ja, Geschichte wird ja geschrieben von dem Gewinner, ne? Ja, das ist richtig. Aber wenn dann die Geschichte von dem Gewinner geschrieben wird und ich weiß nicht mal, wer der Gewinner ist, dann habe ich ein ganz großes Problem. Weil dann erfahre ich nie die wirkliche Wahrheit. Also revisiere ich Geschichte, indem ich gegen die allgemein anerkannte Geschichtslehre vorgehe, dass ich dagegen angehe mit der Wahrheit. Deswegen nennt sich mein Kanal auch Stunde der Wahrheit oder Hour of the Truth, wie es ursprünglich war. War ja ursprünglich nur im Englischen. Und auch das hat er sich ursprünglich nicht genannt, sondern mein Kanal nennt sich von Anfang an Joggler 66, weil ich in dem Jahr damals geboren wurde und der Name Joggler aus einer Laune heraus entstanden ist, in den 80er Jahren Videospiele gespielt zu haben und da immer Namenskürzel eingeben zu müssen und mein ganzer Name war immer zu lang und irgendwie hat sich das entwickelt, daher kam der Name Joggler, da laufe ich schon lange mit rum, das ist mein Spitzname und 66 ist die Anfügung meines Geburtsjahres damit bei. Und so habe ich damals meinen Kanal gegründet und dann habe ich Michael Adams kennengelernt in den allerersten Videos, die ihr vielleicht mal gesehen habt. Das ist für diejenigen, die Englisch schauen können. Da gibt es die Abspielliste Nothing But The Truth auf meinem Videokanal hier. Wir können ja mal eben sehen, ob wir uns die mal kurz anschauen können. Die müsste da ja beistehen. Nothing But The Truth, wahrscheinlich ziemlich am Ende. Ich habe eine ganze Menge Spiellisten inzwischen auf meinem Videokanal, natürlich. Und das waren, ich weiß nicht, 13, 14, 15, hier, Nothing But The Truth, ja, diese Spielliste hier. Können wir mal eben einem neuen Fenster öffnen, dann schauen wir uns das mal eben an. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf YouTube aktiv gewesen bin oder geworden bin in der Zeit. Ich habe den Michael Adams damals kennengelernt und der hat mich interviewt. Und ich habe dann später daraufhin die Videos produziert. Da sehen wir hier zum Beispiel, machen wir eben neu auf. Das ist das erste Video, das erste Interview, was er mit mir geführt hat. Das war also nur Audio. Ich habe dann später ein paar Bilder damit zugemacht, um das als Video zu veröffentlichen. Das ist veröffentlicht am 11. Januar 2015, also ist jetzt 4,5 Jahre her. Und er hatte damals sein Talkshow-Radio, so wie es hier steht, das hatte er genannt Nothing But The Truth. So, und dann habe ich mich nach einer Zeit aber mit dem Michael Adams ja teilweise überworfen und getrennt, weil er eben auf einmal die König-James-Bibel nicht mehr akzeptiert hat und ein paar andere Dinge dazwischen gekommen sind.
Das ist eben einfach so. Manche Leute, da ist man eine Zeit lang mit zusammen und dann ist die Zeit vorbei und dann sorgt der Heilige Geist dafür, wenn man schlau genug ist, das zu erkennen, oder man klammert sich an den Typen. Das ist die Frage. Ich klammere mich immer lieber an Jesus Christus anstatt an irgendeinen Menschen. Deswegen habe ich Michael Adams aufgegeben, aber Nothing But the Truth, das gefiel mir, aber ich kann ja nicht mit seinem Namen durchgehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fange ich selber etwas Neues an und ich nenne das Hour of the Truth. Dann haben wir immer noch das Wahrheit, den Wahrheitsgehalt damit drin. Und dachte ich, ist ja schön. Und dann habe ich hier Hour of the Truth gemacht. So, und wenn wir hier die komplette Spielliste mal sehen, das ist ja, in der Zwischenzeit mache ich da auch nicht mehr so viele von, weil ich meine englischsprachigen Videos auch aus anderen mache. Das erste Video, was ich hier damals gemacht hatte, ist The Catholic Lutheran Accord. Das war ein Video, das ich gemacht hatte zusammen mit Tom Fress. Und das war auch noch über Talkshow damals. Das war am 14.03.2015, also etwas über zwei Monate nachdem ich mit Michael Adams das erste Video veröffentlicht hatte. Und das war mit Walt Stickel, mit dem ich auch inzwischen nicht mehr zusammen bin, und mit Tom Fress. Und wir haben hier den katholischen Lutheranen-Akkord, also das ist die gemeinsame Glaubens- oder gemeinsame Rechtfertigungslehre-Erklärung der lutheranischen Kirche mit der römisch-katholischen Kirche. Ein Vertrag, der unterzeichnet wurde am 31. Oktober, Reformationstag 1999. Dieses Papier haben wir hier in drei oder vier Sendungen besprochen. Das war hiervon die erste Sendung. Ja. Und deswegen nennt sich das bei mir also Stunde der Wahrheit, also Hour of the Truth. Da habe ich eine ganze Zeit lang englische Videos gemacht und dann habe ich irgendwann mal angefangen, deutsche Videos zu machen. Das erinnert ihr euch sicher noch. Das war in der Videospielliste von Babylon nach Rom. Das war also mein erstes deutschsprachiges Video, mit dem ich da angefangen hatte. Und von Babylon nach Rom war dann die erste deutschsprachige Buchlesung, die ich gemacht hatte, nach dem Buch von Alexander Hislop. Hier, die 41 Videos. Und seitdem habe ich mein deutsches Ministerium, nenne ich es mal so, immer Stunde der Wahrheit genannt. Und jetzt habe ich ja auch mittlerweile noch das passende Bild dazu, seit einiger Zeit, dass wir hier mit Stunde der Wahrheit und so fortgehen. Und das Problem ist, oder der Punkt ist halt, dass ich Geschichtsrevision mache, weil ich die Geschichte aus dem biblischen Standpunkt darstelle, weil ich meine Lehren auf Basis der Bibel basiere, also auf der Bibel basiere, nicht auf Basis, weil ich meine Lehren auf der Bibel basiere, was die einzige akzeptable Wahrheit auf dieser Erde ist, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, was hier auf dieser Erde geschehen ist, heute, wenn wir zurückblicken, und er sagt uns, was auch in der Zukunft geschieht. Es steht in der Bibel drin, es steht alles dort geschrieben, die Bibel ist vor 2000 Jahren abgeschlossen, wird nicht mehr geschrieben, wird nichts mehr zugefügt. Aber noch nicht alles, was darin steht, hat sich erfüllt. Aber das, was sich erfüllt hat, das kann man an der Vergangenheit messen. Und da wir halt, wie gesagt, die Geschichte vorgesetzt bekommen von denjenigen, die über uns herrschen und die uns natürlich nicht die Wahrheit erzählen, und weil die den Link wegnehmen, also die Verbindung wegnehmen zwischen Religion auf der einen und Politik auf der anderen Seite, sehen die meisten Leute das nicht. Und diese Wahrheit ist nun mal für den Antichristen anstößig. Und ist für ihn Anlass zu sagen, ja, dann ist das halt Hassrede. Und das ist jetzt dem Michael zum Verhängnis geworden. Den kennt ihr ja auch. Ich habe sein Bild auch mal hier vorbereitet, der, wie gesagt, heute Abend dann leider nicht bei uns nicht dabei sein kann. Aber mit seinem Kanal MK2007AL, der Kanal besteht übrigens auch immer noch. Und wie gesagt, das war die Motivation, um dieses Video heute zu machen. Weil ich lade das jetzt morgen, also wenn die Sonne untergegangen ist, dann beginnt der Sabbat. Wir haben jetzt Freitagabend, Vorbereitungstag 8:30. Morgen früh lade ich immer ein Video hoch. Samstags morgen lade ich immer ein Video hoch. Und ich hatte eigentlich Romanismus und die Reformation bereits geplant. Aber ich habe das verschoben auf Montag, weil mir jetzt dazwischen kam, dass Michael sein Kanal gesperrt wurde. Und ich fand es unglaublich wichtig, euch das mitzuteilen. Ein bisschen die Geschichte von Michael, ein bisschen die Geschichte von mir. Und jetzt kann gleich Victor ein bisschen die Geschichte von sich selbst erzählen. Und dann können wir da ein bisschen weiter drüber gehen, warum das für mich so wichtig ist, das jetzt zu machen. Weil vielleicht kann ich das Video morgen schon gar nicht mehr hochladen. Inzwischen ist es jedes Mal so, wenn ich meine E-Mail öffne, dann warte ich nur darauf, dass eine E-Mail kommt, die sagt von Jörg, dein Kanal ist jetzt weg. Warum?
Es stand hier in diesem Papier deutlich drin, und ich mache es nochmal eben ganz deutlich, es steht hier, da es dein erster Verstoß ist, das war Michael, mein Kanal besteht inzwischen seit 2011. Das, ich habe schon viele von diesen Community-Richtlinien, wie nennt man das hier, Warnungen bekommen, weil ich Videos hochgeladen habe, die nun mal die Wahrheit sagen. Aber ich habe das doch nicht mehr im Griff. Ich habe inzwischen über 1000 Videos alleine auf meinem Hauptkanal. Da weiß ich doch nicht mehr, was überall da gesagt wird, was die als anstößig finden. Da ich aber jetzt schon in den letzten Wochen verschiedene von diesen Warnungen hatte, wie ich euch ja gerade hier auch in der Community gezeigt hatte, ne? Weiß ich nicht, hab ich das, haben wir das hier noch irgendwo auf? Die Community? Nee, haben wir nicht mehr. Also da habe ich das jedenfalls ja gezeigt in der Community auf meinem Kanal. Und deswegen kann es also von einem auf den anderen Tag bei mir zappenduster sein. Ne? Also, dass sie hier jetzt, dass sie hier sagen von, ja, Jörg, jetzt machen wir deinen Kanal zu, weil du hast schon so und so viele Warnungen bekommen und machst immer noch weiter. Natürlich mache ich immer noch weiter. Wie viele Warnungen hätte Jesus Christus bekommen, hätte noch weitergemacht. Ne? Ich bin nicht Jesus Christus, aber ich wandle in ihm. Und von daher finde ich es ganz wichtig, dass wir diesen Punkt teilen und dass ihr versteht, dass die Motivation ist, dieses Video jetzt runterzuladen, dass vor allen Dingen ihr, die ihr das jetzt schaut, auch die Möglichkeit habt, euch aus der Beschreibungsbox dieses Videos die Daten aufzuschreiben, wo, wenn ich auf YouTube nicht mehr bin oder auf dem Hauptkanal nicht mehr bin, wo ihr mich doch noch weiter erreichen oder meiner Lehre weiter folgen könnt. Meinen Videos, meinen Lesungen, die ich alleine mache und auch meinen Lesungen, die ich mit Bruder Viktor und mit Bruder Michael zusammen mache. So, jetzt habe ich so ungefähr 20 Minuten Monolog gehalten. Das tut mir leid, Viktor, ich möchte dich unheimlich gerne ans Wort kommen lassen. Das tue ich dann jetzt auch hiermit. Ja, ach, das ist doch wunderbar. Nee, das war ja auch mal vernünftig, dass du da mal die Dinge mal dir von der Seele redest. Und also mir ist da nochmal eine Sache eingefallen, das ist so eine, weiß ich nicht, so eine Redewendung oder so ein Spruch, der ist mir mal irgendwann erzählt worden, das war so, oder das geht so ungefähr, ja, also mein Nachbar ist Kommunist und irgendwann kamen sie und haben die Kommunisten abgeholt, aber ich bin ja kein Kommunist. Das ist also, von das ist hat von mich das nicht Niemöller. Interessiert. Ja, du kennst das, ne? Ja, das ist dann, von Niemöller. Das ist ein Pastor, ein Pastor aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der, glaube ich, nach Brasilien geflüchtet ist. Ja. Ja, und dann, ne, so weiter. Also dann, ne, dann haben sie die Juden abgeholt, aber ich bin ja kein Jude, also hat mich das nicht interessiert. Aber genau. Ich hole irgendwann kam ich und dann raus. War keiner mehr da, also der sich für mich interessiert hätte, ne? So ungefähr, ja. Ah ja, erzähl mal weiter. Ich suche den Spruch mal eben raus. Ich habe den hier stehen. Nee, das ist mir nur dazu eingefallen. Also wir müssen dann halt auch erkennen, ne, dass dann wieder wir auch, der Punkt, den ich jetzt auch dann weiterführen wollte, dass wir ja eigentlich in so einem Land leben, wo der sich ja schmückt mit dieser sogenannten Religionsfreiheit. Und den Punkt, den du auch angesprochen hattest, das war ja eben, dass wir immer auf der Grundlage der Bibel alles messen. So wie es ja auch die Menschen damals in Beröa getan haben. Das lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte in Kapitel 17, ab Vers 10. Da geht es um die Aufnahme des Evangeliums in Beröa. Ich lese das mal kurz vor. Ja, bitte. Die Brüder aber schickten, Entschuldigung, ich muss mal einmal kurz mich räuspern. Das passiert mir auch ab und zu mal in der Lesung, das ist sehr ärgerlich. Aber ja. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. So, und das tun wir letztendlich nicht, nichts anderes tun wir auch. Und hiermit, denke ich, wird auch nochmal bewiesen, dass sich eben auch so ein Begriff wie Religionsfreiheit auch immer sehr dehnbar ist und dass dann auch der Teufel dann in dem Fall so auslegt, wie er sich das dann gerne gerade, ja, das gerade braucht. Über die Religionsfreiheit möchte ich dann nochmal ganz kurz anwenden. Die römisch-katholische Kirche ist ein absoluter Gegner von Religionsfreiheit. Sie steht Religionsfreiheit nur zu in Momenten und Plätzen, wo sie selber sich in der Unterzahl befindet. Weil wenn die römisch-katholische Kirche nicht an der Macht ist, aber eine andere Religion das Zepter schwingt,
dann muss die römisch-katholische Kirche dafür sorgen, dass sie diese andere Macht überwerfen kann. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir überhaupt das Buch Herrscher des Bösen lesen. Weil in den amerikanischen Kolonien, also auf dem amerikanischen, nordamerikanischen Kontinent, in der Zeit von der sogenannten Entdeckung durch Christopher Columbus, da sind da immer noch viele Leute, die glauben, Christopher Columbus habe das entdeckt, aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber seit der Erkennung des nordamerikanischen Kontinents, auch der südamerikanischen, 1492, bis zu der Zeit des Unabhängigkeitskrieges der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 war Nordamerika, also das, was wir als die 13 Kolonien kennen, und daneben hatten wir noch Neuspanien, das heutzutage Mexiko ist, und wir hatten Kanada, diese Ländereien dort, die Kolonien waren regiert von Puritanern. Die waren regiert von Menschen, die unter anderem, nachdem das Edikt von Nantes im Ende des 17. Jahrhunderts widerrufen wurde in Frankreich, aus Europa vor dem Antichristen geflohen sind. Das waren Leute, die wussten, dass das Papsttum der Antichrist ist und die um dieses Wissen verfolgt wurden. Ja, das ist ein Wissen, das kam ans Licht, mehr oder weniger in der Zeit, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen hat. Und eben alle Reformatoren, also alle Martin Luther, Zwingli und wie sie alle hießen, Calvin und ich habe jetzt keine Lust, die alle aufzunennen, ihr kennt die selber besser als ich, die haben in vielen Dingen haben sie Unterschiede in ihrer Lehre gehabt und in ihrem Glauben und alles drum und dran. Sie waren sich nie einig, aber in einer Sache waren sich alle, ohne Ausnahme, alle Reformatoren, und das durch die Jahrhunderte, wir sprechen hier bis ins 19. Jahrhundert rein, in einem Punkt waren sie sich alle einig. Das Papsttum ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. Und teilweise mussten die Leute eben aus den Ländern, in denen sie gewohnt hatten, fliehen. Und was hat sich da besser angeboten als diese neue Welt, der, wie mir in der Schule beigebracht wurde, der Schmelztiegel der Nationen. Diesen Wortausdruck werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das habe ich damals, als ich in die Schule ging, gelernt. So war Amerika. Da hatten wir gesagt, so war Amerika geplant, dass alle da hinkommen und da eben eine neue Welt gründen. Ja? Jetzt sprechen wir heutzutage von einer neuen Weltordnung. Das hängt da auch mit zusammen, aber das ist nicht Thema des Videos heute. Der Punkt ist, dass die Leute aus Europa geflohen sind. Sie sind aus Italien geflohen, wo sie verfolgt wurden, sie sind aus Frankreich geflohen, sie sind aus den Niederlanden geflohen, sie sind aus Deutschland geflohen, sie sind aus Flandern geflohen, sie sind aus England geflohen. Diejenigen, die verfolgt wurden, haben sich da in Amerika niedergelassen und haben da mehr oder weniger nach den puritanischen Gesetzen, die aus England kamen, da könnt ihr euch ja mal erkundigen, was das beinhaltet, haben da die Kolonien aufgerichtet. Nur von den 13 war nur eine Kolonie ursprünglich, die katholisch war. Das war natürlich die mit dem bezeichnenden Namen Maryland, ja, Marialand. Aber das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Jedenfalls zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges 1776 bevölkerten ungefähr 2,5 Millionen Menschen die Kolonien. Und von diesen 2,5 Millionen Menschen waren knapp 20.000 katholisch. Also knapp unter 1%, 0,8%. Die Zahlen schwanken hier und da ein bisschen. Manche werden sagen 1,8%, 0,8%. Also auf jeden Fall waren es weniger als 2%. Das heißt, deutlich weniger als 50.000 Menschen waren katholisch in den Kolonien von 2,5 Millionen Einwohnern. Und als die USA ihren Unabhängigkeitskrieg geführt hatten zwischen 76 und 83 und dann in 1789 ihre Nation gegründet hatten, dann war in der Konstitution, also in der Verfassung der Vereinigten Staaten, in einem Zusatz, nämlich in diesen Bill of Rights, wie das so schön heißt, diese Zusätze zur Verfassung, war deutlich vereinbart, dass der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika keine Gesetze über Religion erlässt und auch ihre Ausübung nicht verhindern darf. Das steht so festgeschrieben. Das heißt mit anderen Worten, während in der Zeit der Kolonialzeit die Katholiken durch die puritanischen Gesetze in ihrer Religionsausübung beschränkt waren. Sie durften keine öffentlichen Ämter bekleiden, weil ein Katholik immer seine erste Treue dem Papst schwört und nicht dem Land, den er dient.
Sie durften keine Messe halten, sie durften keine Kirchen bauen und so weiter und so weiter. Mit Weihnachten durfte nicht gefeiert worden. Da gibt es übrigens noch Holzaffiches von, also Plakate, die davon bewahrt wurden von der Zeit, die damals da aufgehängt wurden. Man hat jeden 5. November den Papst eine Puppe genommen und verbrannt. Ja, man nennt das in Effigie, den Papst in Effigie verbrennen, also als Ersatz eine Puppe verbrennen für ihn, um an den Guy Fawkes Day zu erinnern, also an die Pulververschwörung, die ich auch auf meinem Kanal in vielerlei Dingen bereits besprochen habe. Und der erste amerikanische Präsident George Washington, eine seiner ersten Amtshandlungen war, diesen Tag abzuschaffen, Guy Fawkes Day abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass das nicht mehr gemacht wird, weil darf man ja nicht. Also, weil die Katholiken in den Kolonien unterdrückt wurden, hat man dafür gesorgt, dass diese Religionsfreiheit in die Verfassung kommt. Und ab dem Augenblick hatten die Katholiken die gleichen Rechte wie die Protestanten. Und in der Zwischenzeit muss ich euch nicht mehr erzählen, was zwischen 1776 und 2019 passiert ist. Schaut nach Amerika, wie es heute ist. Amerika ist ein katholisches Land, ohne dass die meisten Leute, die da drin leben, überhaupt das begreifen. Ja? Aber die Leute, die das Land regieren, und die es unter der Knute haben, die wissen das sehr gut. Und das unter anderem Ronald Reagan und was der gemacht hat und so weiter, das kommt alles in Herrscher des Bösen vor. Ich will hier ja keine weitere Erklärung von Herrscher des Bösen vornehmen, sondern es geht ja um die Kanalerklärung hier. Aber die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, das wollen die Herrscher dieser Welt nicht, oder die Herrscher des Bösen kann man sie ja auch ruhig nennen, dass das rauskommt. Und das werden sie mit allen Mitteln probieren zu unterdrücken. Das haben sie in der Vergangenheit unterdrückt und das werden sie in der Zukunft machen. In der Vergangenheit, da nannte man das das dunkle Mittelalter. Da stand den Menschen nämlich die Bibel nicht zur Verfügung. Und heute haben wir die Bibel, nur die meisten lesen sie nicht, weil sie abgelenkt sind und andere Dinge machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Nur ich habe die Bibel, Viktor hat die Bibel, Michael hat die Bibel und wir wollen euch aufzeigen, wo die Bibel in der Vergangenheit, im Grunde die Zukunft bereits beschrieben hat in ihren Prophezeiungen und wir wollen euch zurückblickend auf die Vergangenheit zeigen, wo sich das erfüllt hat. Deswegen machen wir solche Studien, wo wir dann zum Beispiel über das Buch von Daniel sprechen oder wo wir über 2. Thessalonicher 2 sprechen oder wo wir über Offenbarung sprechen und all diese ganzen Dinge. Ja, das ist alles nicht unwichtig. Im Gegenteil, das ist alles furchtbar wichtig. Nur dieses System, dieses teuflische System will das nicht. Und der Teufel weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und deswegen wird er sich, sobald er die nötige Information hat, oder besser gesagt seine Vasallen auf dieser Welt hier die nötige Information haben, werden die sich hinsetzen und werden solche Kanäle wie meine schließen. So, und jetzt möchte ich euch mal kurz eben meine Kanäle zeigen. Ich habe hier meinen Zweitkanal, Jogglers War on Disinfo. Da habe ich im Augenblick, so wie ihr seht, knapp 2000 Abonnés. Da mache ich die Buchlesung von Karl Theodor Griesinger vor dem, im Augenblick wird da noch hochgeladen. Da war ja auch Bruder Viktor mit ein Begleiter dabei, neben Michael. Und auch andere Videos erscheinen hier, aber das ist ein Kanal, auf dem normalerweise alles nur gespiegelt wird. Griesinger ist hier eine eigene Arbeit, das hier erscheint. Dann habe ich hier den Kanal, der nennt sich Jörg Lissmann, das ist halt mein Name. Und der ist nur Englisch. Hier erscheint nichts anderes als nur englische Videos. Und wird leider auch sehr stiefmütterlich behandelt, wie ihr seht. Also die letzten Videos haben hier 6, 11, 12, 15, 17 Wiedergaben, 18. Also das ist ein bisschen lächerlich. Aber wisst ihr, ich setze die Informationen trotzdem raus. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass es angeschaut wird. Es geht darum, dass die Information da ist für die Leute. Und früher oder später kann der ein oder andere darauf fallen. Ja, und dann habe ich meinen letzten neu gemachten Kanal, den ihr wahrscheinlich inzwischen auch schon kennt. Da ist ja die Lesung Herrscher des Bösen drauf. Geht das jetzt hier mal zu hier? Mensch, nochmal. Manchmal reagiert der Computer aber auch nichts hier. So. Und auf diesem Kanal erscheinen nur deutschsprachige Videos, ne? Also während wir hier nur, sag mal, nur englischsprachige haben, haben wir hier auf diesem Kanal nur deutschsprachige Videos. Da ist die Lesung dann, wie ihr hier seht, das ist Herrscher des Bösen. Hier, Herrscher des Bösen, nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Dann ein anderes exklusives Buch, das hier gelesen wird, mit Gott und den Faschisten. Das erscheint im Augenblick auch nirgendwo anders.
Dann haben wir hier hinter den Diktatoren, ja, das ja bereits Anlass gegeben hat, für Michael und seinen Kanal schließen zu müssen. Und auch unsere Bibelstudie, wo ich jeden Sonntag ein Video von veröffentliche, wird auch auf diesem Kanal im Augenblick ausschließlich, also exklusiv hier hochgeladen. So, das sind also dann die zwei Kanäle, die wir jetzt gerade eben gesehen haben. Also Jörg Glissmann, rein Englisch, Jogglers War und Disinfo, der zweite Kanal mit deutsch- und englischen Beiträgen, der rein deutsche Kanal, der sich auch Joggler 66 nennt, und dann mein Hauptkanal Joggler 66, den wir ja bereits besprochen hatten. So, und wichtig ist, dass ihr wisst, dass wenn dieser Kanal, der wird wahrscheinlich dann wohl als erster gegen die Lampe laufen, also als erster verschwinden, schätze ich mal, wenn der nicht mehr da ist, dass ihr dann wisst, wo ihr euch da melden könnt. Deswegen schaut euch die mehr Informationen an, die unter diesem Video stehen, in der Beschreibungsbox dieses Videos. Da werde ich die Informationen mit reinsetzen, die ich hier einblende, nämlich die Besprechung von wofür dieses Video jetzt ist, was wir hier machen. Hier könnt ihr ein paar Stichworte, gebe ich euch ein paar Stichworte, wenn ihr die im Internet in die Suchmaschine gebt, dann werdet ihr mich auch in der Zukunft noch finden. Und dann habe ich hier meine verschiedenen Kanäle. Ich habe hier das einzige soziale Netzwerk, auf dem ich aktiv bin, über Reddit. Da teile ich nämlich meine Videos und tue ich auch mit Leuten mich in Kommentaren austauschen, wenn sie das möchten. Und archive.org, meine andere Zuflucht, und dann die Links zu den Kanälen, solange es die Kanäle noch gibt. Und man kann mich auch über Skype kontaktieren. Da muss man an Joggler77 eine Kontaktanfrage senden und dann können wir auch mal miteinander schnacken. Und dann sind hier auch noch die Kanäle von Bruder Michael, von dem jetzt der Extra-Kanal gelöscht wurde, und Bruder Viktor, der mich in dieser Lesung begleitet, hierbei. So, und mein Hauptanliegen für dieses Video war ganz einfach, euch zu sagen, was ich gerade eben gesagt habe. Und jetzt möchte ich mal kurz eben das Sprichwort von dem Pastor Niemöller euch vorlesen. Das ist zwar in Englisch, aber das werden wir eben mal übersetzen. Erst kamen sie für die Juden. Ich war kein Jude, also tat ich nichts. Dann kamen sie für die Kommunisten. Ich war kein Kommunist, also tat ich nichts. Dann kamen sie für die Gewerkschafter. Ich war kein Gewerkschafter, also tat ich nichts. Dann kamen sie für mich. Und es war niemand übrig, der es für mich aufnehmen konnte. Das ist das Zitat, was Viktor vorhin so schön erwähnt hat. Ja, Viktor, jetzt, ich wollte das nicht zu meiner Show machen, ich wollte das nicht zu meinem Video machen, ich hoffe, dass ich nicht zu weit gegangen bin, dass ich ein bisschen beim Thema geblieben bin, aber ich möchte dir jetzt ganz sicher die Gelegenheit geben, dass du nochmal auch deine Punkte darüber darlegen kannst, über das, was ich gesagt habe und was dir selber noch auch in dem Bezug auf dem Herzen liegt, Bruder. Ja, vielen Dank. Ich denke auch gerade, wo du das Zitat nochmal oder den Niemöller nochmal zitiert hattest, ich glaube, ja, es fängt manchmal nur an, dann mit einem Video, was nicht mehr verfügbar ist, und irgendwann ist es vielleicht eine ganze Abspielliste oder dann halt der Kanal auch weg. Ne? Am nächsten Tag wacht man auf, guckt und sieht, oh, ich, ne, wird gar kein Abo mehr, ist nicht mehr vorhanden, der Kanal. Ich gibt's oder wie auch. Nicht mehr. Ja, ne? Es gibt auf einmal gar keine Videos mehr oder ich werde nicht mehr benachrichtigt über neue Videos. Hä, komisch, was ist denn los? Ne? Also dahingehend, glaube ich, ist es auch nochmal jetzt so für diejenigen, wo wir jetzt das auch hier jetzt nochmal direkt ansprechen, die jetzt vielleicht noch so überlegen oder irgendwie zögern, ob sie mal jetzt ein Video sichern oder ja, sich das Material auch mal, so ein Buch mal ausdrucken, was wir erstellt haben, wie auch immer. Also dahingehend habe ich jetzt auch nochmal vielleicht dann vor, wo du es auch sagtest, einen eigenen archive.org-Account zu erstellen, also so eine Bibliothek auch. Dort würde ich dann gegebenenfalls, wenn denn da auch Interesse ist, würde ich mal so die PDFs mal dann so formatieren, dass die in einer Druckvorstufenqualität sind oder formatiert sind, dass man zum Beispiel so online Buchdruck Händler oder Versender, dass man die dass man dort dann die Dateien hochladen kann und die dort relativ ja günstig auch dann in einer guten Qualität die das Buch mal physisch dann auch hat, weil wir eben nicht wissen, wie lange eben noch jetzt die Kanäle noch verfügbar sind, also dass man mal eben raufklickt und sich nochmal irgendwo Informationen holt. Der Kanal hat ja auch, Jörg, seinen Hauptkanal hat er ja auch nochmal gezeigt, dass dort sehr viele Videos sind, also dort steckt
eine Menge Fleiß, Zeit und Schweiß, Blut, alles drin. Na, also das sind wirklich Dinge, die ja auch immer gratis zur Verfügung stehen. Also wir sind ja nicht irgendwie kommerziell oder haben dahinter noch irgendwelche gewinnorientierten Hintergründe oder Anliegen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Victor, da möchte ich dich eben kurz unterbrechen. Klar, aber im Grunde möchte ich nur was zufügen zu dem, was du sagst. Ich habe kein einziges Video auf einem meiner Kanäle, von dem ich sage, das darf nicht weiterverwendet werden. Ja? Ich bitte ausdrücklich darum, um alle Videos von mir, wenn ihr sie interessant findet, wenn ihr sagt, ey, da sagt der Jörg etwas oder der Viktor etwas oder der Michael oder wer da sonst mit bei ist, der Brett Norman oder der Tom Fress oder Daryl Eberhardt oder Walt Stickel oder Michael Adams oder wen ich auch immer als Gast damit bei habe, die sagen etwas, das ist so wichtig und das ist so wahr, das muss bewahrt werden. Dann habt ihr zwei Dinge, die ihr absolut machen müsst. Das erste, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, ist euch diese Datei als Video oder Audio oder was auch immer runterzuladen und weg vom Internet zu holen. Das heißt, runterladen auf euren Computer und dann auf einem externen Datenspeicher, wie nennt man das? So ein Speichermedium. Speichermedium, ja, ob das jetzt eine externe Harddisk ist oder... Ja, genau, man kann ja auch noch DVDs USB-Stick auch oder rennen, DVD. Genau, da gibt es ja viele Möglichkeiten, um euch das darunter zu holen und das da drauf zu machen. Und vor allen Dingen, wenn ihr das auf eine extra Harddisk, also eine extra harte Scheibe oder was auch immer, einen USB-Stick setzt, sorgt dafür, dass sobald das drauf ist, dass das vom Computer wegkommt. Weil nur wenn etwas nicht direkt an das Netz angeschlossen ist, ist es auch unzugänglich, selbst für die Leute, außer sie lassen sich ein EMP einfallen, dann ist sowieso alles zu spät. Aber solange das nicht passiert, sind die Dinge auf diesen externen Speicher Medien sicher. Und immer nur dann anschließen, wenn ihr das braucht, um was Neues runterzuladen. Oder wenn ihr, und das ist der zweite Schritt, es selbst wieder hochladet. Die meisten Leute, die diese Videos schauen, sind doch, aus welchem Grund auch immer, und ich verdamme es auch nicht, ich warne da immer vor, nicht Mitglied von diesen sozialen Netzwerken zu sein, aber wer es bitte sein möchte, bitte, der soll seinen Frieden damit machen. Der sollte sich dann aber auch dazu verpflichten, wenn er solche Wahrheiten hört, über diese sozialen Medien, über die er angeschlossen ist, sei es Twitter oder Facebook oder Tumblr oder weiß ich nicht, wie die ganzen komischen Dinger heißen, wenn er da angeschlossen ist, dann eben auch da die eventuell vorhandenen Links zu dem, was er gesehen hat, verteilen oder aber die Informationen selber oder diese Videos selbst hochladen, einen eigenen YouTube-Kanal starten und hochladen. Wisst ihr, Sie können mir den YouTube-Kanal nehmen, aber Sie können mir meine Seele nicht nehmen. Ja? Sie können mir die Arbeit kaputt machen, die ich da auf YouTube geleistet habe. Dann bringe ich sie woanders. Vielleicht auch noch auf BitChute und was weiß ich nicht noch wo. Aber Sie können die Arbeit selbst, die können Sie nicht vernichten. Ja? Aber Sie können sie unzugänglich oder schwer zugänglich machen. Und dasselbe mit euch. Dasselbe, genau wie Michael das jetzt vorhatte. Der hat diesen Kanal gegründet und von 3 Tagen ist der Kanal futschi. Ja, der Mensch ist natürlich im Augenblick ein wenig frustriert. Die ganze Arbeit, den ganzen Schweiß, den er da reingesteckt hat. Ich weiß, er hat da stundenlang am Computer gesessen, um diese ganzen Videos hochzuladen. Und er hatte, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen über 30 Videos hochgeladen. Das kostet ja auch Zeit, weil man musste ja oftmals bei sein, um die Beschreibung zu machen und solche Sachen. Das war alles futschi. Natürlich ist er da jetzt ein bisschen sauer drüber. Aber weiter hat das keine Auswirkungen auf sein Leben. Das wird auch keine Auswirkungen haben auf euer Leben, aber es wird vielleicht Auswirkungen haben auf das Leben anderer, wenn ihr euch ebenso dazu verpflichtet, und zwar aus einer Selbstverpflichtung heraus und aus der Verpflichtung Gott gegenüber heraus, um diese Wahrheiten so weit und breit wie möglich, solange es euch nichts kostet, sie zu verteilen. Und solange ihr kein Geld fragt für die Dinge, die ihr veröffentlicht, wo ich meine Finger im Spiel habe, ist das für mich in Ordnung. Ich möchte nicht, dass mit meiner Arbeit, die ich im Namen des Heiligen Geistes gratis geliefert habe, dass damit Geld verdient wird. Da bin ich gegen. Ich habe dieses Wissen und diese Weisheit vom Heiligen Geist empfangen, gratis, und gratis gebe ich. Wenn jemand natürlich sagt, ich möchte dem Jörg gerne was zukommen lassen, dann sage ich auch nicht nein, aber ich frage da nicht drum. Ich habe keinen Patreon-Account, ich habe keinen PayPal-Account, ich mache diesen ganzen Kram nicht, weil ich diese Arbeit nicht für Mammon mache.
Ich mache diese Arbeit für den Herrn. Und Viktor ganz genauso. Und deswegen möchten wir auch nicht, dass mit unserer Arbeit irgendwo Geld verdient wird. Aber wir möchten gerne, dass unsere Arbeit verbreitet wird. Also, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, alle meine Videos, alle, ohne Ausnahme, dürfen überall weit verbreitet werden. Unter der Voraussetzung, dass sie nicht editiert werden. Weil wenn sie editiert werden, dann kann man mir die Worte verdrehen. Es geht darum, dass die originale Arbeit weitergeleitet wird. So, Viktor, jetzt lasse ich dich wieder zu Wort kommen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber das musste ich da eben einfügen. Nein, das war ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man nochmal, glaube ich, auch hervorheben kann, da das sicherlich auch irgendwo, ja, eben wir auch da das gar nicht anders könnten, sage ich mal, ne, als dass wir die Arbeit, die wir machen, eben auch allen Menschen frei zur Verfügung stellen. Das war, denke ich, auch ein guter Punkt, den du angefügt hattest. Ja, an sich war doch der Punkt, den ich gerade noch aufgegriffen hatte, eben, dass wir ja die Sache, was ich sagte, dass wir nicht aus kommerziellen Zwecken tun. Und wenn jemand jetzt wirklich noch, vielleicht bis vor kurzem noch gezögert hat, dann sollte er sich jetzt wirklich nochmal genau überlegen, ob er jetzt nochmal sich die Zeit nimmt und gewisse Dinge auf ja einem externen Speichermedium sich nochmal runterlädt und auch vielleicht ja so ein, das Buch, die PDFs mal auch physisch ausdruckt. Also da werde ich gegebenenfalls dann auch demnächst nochmal vielleicht ein kleines Anleitungsvideo erstellen, wie man zum Beispiel mit den mit so einer Datei dann zum Druckauftrag geben kann und da dann auch ein günstig gutes Ergebnis dann auch erhält. Ja, das war auch nochmal so mein Anliegen, denke ich auch, um jetzt denjenigen, die jetzt gerade noch gezögert haben, dann sich nochmal jetzt die Arbeit dann auch machen, dahingehend mal ein wenig, ein paar Sachen runterzuladen und zu sichern. Weil wir wissen ja auch nicht, es ist ja bei manchen vielleicht auch die Situation, es sind mal irgendwann noch vielleicht Nachkommen ins Spiel und ja, dann ist vielleicht dann das so weit, dass sowieso solche Plattformen wie YouTube oder, sage ich mal, so die großen bekannten Plattformen alle auch mit irgendwelchen Upload-Filtern oder dergleichen versehen sind, dass diese Videos und Informationen, die wir ja euch allen zugänglich machen wollen, nicht mehr zugänglich sind oder, was Jörg auch sagte, nur noch ganz, ganz schwierig und ja, man ist ja auch mal irgendwann vielleicht Opa oder so und dann fragen einen die Enkel, ja Opa, sag mal, kannst du mir hier die, so Dinge mal irgendwie erklären, was sich hier so abspielt auf der Welt und naja gut, manchmal ist es vielleicht dann auch ganz gut, wenn man eben noch solche Dinge hat, Videos oder auch Bücher, PDFs, um dem Nachkommen auch nochmal zumindest das zugänglich zu machen. Ob die das dann auch wirklich lesen und ob dann auch ja, sie vom Heiligen Geist geleitet werden eines Tages, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich denke, dahingehend fühlen wir uns auch verpflichtet, das eben so gut es geht zu bewahren für die, die mal noch nach uns kommen werden. Und ja, soweit erstmal von mir, Jörg, wenn du noch was hast. Auf dem Herzen. Ich möchte gerne abschließen mit der wunderbaren Übersetzungsarbeit, die Stefan ja angefangen hat vor knapp einem Jahr, der dann letztes Jahr im September zu unserer Buchlesung Romanismus und die Reformation gestoßen ist, das Buch, das Maximilian so wunderbar ins Deutsche übersetzt hat und der dann gesagt hatte, er hätte da eine Übersetzung von Herrscher des Bösen, ob wir uns das nicht mal anschauen wollen, ob das nicht toll wäre, das Buch vielleicht auch nochmal zu lesen. Und ich war dem erst sehr abgelehnt gegenüber, weil ich habe Herrscher des Bösen in Englisch ganz gelesen. Ich habe in Deutschland eine sehr intensive Zusammenfassung gemacht, unter anderem auch mit 13 Videos. Aber schlussendlich ist das dann doch auf sehr fruchtbarem Boden in der Gruppe der Buchlesung damals gefallen. Und hauptsächlich Viktor hat sich dann dieser Basisübersetzung, die Stefan uns zur Verfügung gestellt hat, wofür nochmal ganz herzlich auch meinen Dank an dieser Stelle, hat sich dieser Übersetzung dann angenommen und hat sie in mühevoller Kleinarbeit so verfeinert, dass wir letzte Woche am 15. Juni, wie ihr hier seht, das Buch haben veröffentlichen können. Und da sagt es heute auf Archive, dass es inzwischen 304 Mal angeschaut. Nun, ich weiß, dass diese Zahl nicht korrekt ist, weil archive.org also nur um die paar Tage so etwas mal aktualisiert. Die ersten zwei, drei Tage war überhaupt keine Zählung da. Aber selbst wenn diese 304 wahr sein sollten, dann sind es 304 Menschen, also ja gut, ich zähle mal Viktor und mich davon ab, dann sind es immer noch knapp 300 Menschen, die dieses Buch nützlich fanden und sich angeschaut haben und wie ihr seht hier,
Download Options, also das sind Herunterlademöglichkeiten, Optionen. Das kann man sich als verschiedene Dinge runterladen, als EPUB, als Full Text. Dann kriegt man so ein Textdokument, wie ich das hier habe, was ich hier vorgelesen habe. In so einem Textdokument steht dann das ganze Buch drin. Natürlich, die Bilder sind da nicht bei. Man kann sich das als Kindle runterladen. Das ist dieser elektronische Buchleser. Und man kann es als PDF runterladen. Das ist ein Klick. Ich klicke hier drauf, ich sage, komm, mach das auf. Und dann geht der hier in einem neuen Fenster, geht der auf. Und dann lädt er jetzt das Buch und dann habe ich hier oben das Symbol, dass ich es ausdrucken kann oder dass ich es speichern kann. Hier, runterladen. So, klicke ich hier drauf, mache ich jetzt nicht, brauche ich ja nicht. Aber wenn ich jetzt, ja, kann ich ja eben machen, ist ja wurscht. Klicke ich hier drauf, dann lädt er das ganze Buch runter. Gratis, kostenlos, kostet mich nichts, der ich das mache, kostet mich nichts, der ich es gemacht habe, kostet Victor nichts, der das Buch erstellt hat. Ne, jetzt würde ich das hier in diesem, als PDF, würde ich das dann hier runterladen. Ne, ich gebe dann hier die Möglichkeit, PDF-Bestand und dann sage ich, Abschlag, mache ich jetzt nicht. Und dann würde ich das hier runterladen in meiner Datei, wo das dann auch drin steht. Und dann kann ich das auch von daher weiter verteilen. Wie gesagt, innerhalb von einer knappen Woche, wir haben heute den 19.06., haben das schon mindestens 300 Leute sich angeschaut, dieses Buch, wo wirklich sehr viel Herzschmerz von Stefan und vor allen Dingen auch von Victor mit drin liegt. Und es geht nicht nur um diese Arbeit, aber es geht auch um andere Arbeiten. Es geht darum, dass Bruder Maximilian das Buch Romanismus und die Reformation übersetzt hat, das genauso gut hier auf Archive zur Verfügung steht. Es geht darum, dass noch weitere Bücher übersetzt werden. Der Maximilian hat sich jetzt dran gesetzt, Königin des Islam, Königin von Rom, Königin von allen zu übersetzen. Das kommt auch in der Zukunft noch raus. Ob wir das jetzt hier auch dann tatsächlich in der Zukunft anschauen können, also auf meinem YouTube-Kanal, das ist noch die Frage, das weiß ich nicht. Was sicher ist, ist, dass ich weitermachen werde und damit möchte ich abschließen, dann kann Victor eventuell noch abschließende Worte haben, wenn er sie noch hat, dass hier in der Beschreibung dieses Videos, das jetzt also morgen am Samstag hochgeladen wird, am Sabbat hochgeladen wird, dass hier diese ganzen Wege sind, wie ihr euch wie ihr mich in der Zukunft finden könnt. Auch ist hier eine Webseite www.joggler66.info, die in der Zukunft euch zur Verfügung stehen wird. Die ist im Augenblick noch im Aufbau und im Moment nicht erreichbar. Da ist noch unheimlich viel Arbeit dran. Und da bedanke ich mich an dieser Stelle an Schwester Jasmin, die das auf sich genommen hat, um das zu machen. Eine ganz, ganz tolle Frau, eine ganz, ganz tolle Schwester in Christus, die sich da auch ganz mit ganzem Herzen und mit allem Elan und aller Leidenschaft da dran setzt, um eine Webseite zu erstellen, auf der wir die PDFs veröffentlichen können, auf der wir die Videos veröffentlichen können. Auch wenn sie auf YouTube nicht mehr sind, dann verlinken wir sie auf Seiten, wo sie sind. Das kann zum Beispiel archive.org sein und das ist da ziemlich sicher im Augenblick, dass da die Dinge so schnell nicht gelöscht werden. Im Augenblick, wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber bitte, wenn ihr dieses Video geschaut habt, schaut dann auch bitte in die Beschreibung rein und notiert euch die Dinge oder kopiert das raus, die Dinge, die ihr braucht, die Links, die ihr braucht. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was auch immer, dann könnt ihr mich kontaktieren. Wie gesagt, Joggler77 ist mein Skype-Name, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich setze dabei voraus, dass ich es mit Leuten zu tun habe, die wirklich verzweifelt auf der Suche nach der Wahrheit sind und die im Begriff sind, Christen zu werden oder die bereits Christen sind, die länger Christ sind als ich oder nicht so lange Christ sind als ich oder Christ werden wollen, die auf jeden Fall vom Heiligen Geist getrieben das machen, weil mit anderen Leuten möchte ich mich nicht abgeben. Da habe ich nämlich ganz einfach die Zeit nicht für. Ja? Aber wenn ihr wirklich ernsthaft auf der Suche nach der Wahrheit seid, dann werde ich euch immer helfen. Und dann könnt ihr mich auch über Skype kontaktieren. So habe ich ja schließlich Victor und andere auch kennengelernt. So, Victor, jetzt gebe ich dir das abschließende Wort, weil ich habe mit dem Mund inzwischen fusselig geredet. Ja, das glaube ich dir. Nein, also ich denke auch, wir sind allen Menschen sehr verbunden, die diese Botschaft aufnehmen und dann auch entsprechend daraufhin handeln werden. Ich glaube, das war jetzt Schwester Melanie auch zum Beispiel, die auch sehr viel Hilfestellung uns jetzt auch Hilfestellung leistet, eben auch zum Aufbau einer Webseite. Und ja, möge uns der Heilige Geist dann dahin auch oder dafür Sorge tragen, dass eben diese Information, dieses Wissen dann auch
bewahrt wird und auch dann denjenigen zugänglich, für diejenigen zugänglich ist oder ja sein wird, die eben nach der Wahrheit suchen. Und ich denk auch, ja, dass das heute nochmal so ein Aufruf auch ist, eben auch den Leuten nochmal das nochmal ganz deutlich zu sagen und was uns jetzt auch halt motiviert hat, nochmal dieses Video heute zu machen. Ja, an sich, sonst ja, beten wir dafür, dass wir noch so lange wie möglich die, ja, die Plattform uns jetzt noch zur Verfügung steht, dass die Wahrheit und die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus noch weit verbreitet werden kann. Ja. Gut, dann schließe ich noch, ab, Viktor. Ja. Dann schließe ich noch eben ab mit den Worten, dass das nicht nur ein Aufruf war, sondern dass es, dass ich gerne damit schließen möchte, dass ich mich auch bei allen bedanken möchte, die mich in der Vergangenheit so unglaublich unterstützt haben mit ihrer Arbeit. Du vor allen Dingen mit deiner Übersetzungsarbeit, Maximilian mit seiner Übersetzungsarbeit, Michael mit seinen Kommentaren, die ihr an den Lesungen teilgenommen habt, in Hinter den Diktatoren, in der Lesung von Griesinger und anderen Sachen. Und ich möchte mich auch bei den Abonnenten meines Kanals mal bedanken, dass sie auch wenn ich so viele Abonnenten habe, die ja, anscheinend die Videos nicht schauen, weil mit 11.500 Abonnenten sollten die Videos öfter als ein paar hundert Mal angeschaut werden, aber da will ich jetzt nicht drauf hinaus. Aber diejenigen, die sich den Kanal anschauen, und gerade an die möchte ich mich richten, um ein Danke zu sagen dafür, dass ihr mich abonniert habt, dafür, dass ihr die Videos schaut, dafür, dass ihr die Wahrheit, die in den Videos gelehrt wird, verteilt, ja, an die Menschen da draußen, die euch wichtig sind, an eure Freunde, eure Familie, und dass ihr mit den Leuten diese Wahrheit teilt, dafür meinen ganz, ganz großen Dank. Damit möchte ich im Grunde abschließen, mit einer Danksagung. Und wenn ich als Christ Danke sage, dann kann ich auf gar keinen Fall meinen Herrn und Schöpfer Jesus Christus vergessen. Ohne ihn würde es dieses Ministerium Stunde der Wahrheit, Joggler 66, überhaupt nicht geben. Der erste Dank ist an ihn gerichtet und deswegen auch meine Bitte an ihn, auch in späteren Gebeten, weil ich bete nicht öffentlich, dass er seine schützende Hand weiter über meine Kanäle hält und dafür sorgt, dass ich noch so lange wie möglich diese Wahrheit verbreiten kann und dass ihr als Abonnenten dem auch helft und selbst eure Vorsorgen trefft, um dafür zu sorgen, dass die wichtigen Dateien an vielen Plätzen gespeichert bleiben. So. Und jetzt, denke ich, übernehme ich zusammen mit Viktor das Schlusswort, dass wir niemals vergessen sollten, immer erst unsere Bibel zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Maranatha. Isaiah 29:15.
counsel from the